Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend. Zumindest bei mir in Dubai ist es schon 20.20 Uhr. Das heißt eigentlich schon Abendbrotzeit. Und ich hatte es ja gesagt, dass ich hier in Dubai bei einer Weiterbildung bin. Total klasse, kann man wirklich nicht anders sagen. Ganz viel Technik natürlich, Facebook, Marketing, diese ganzen Geschichten, wie baue ich ein Funnel auf, was ist wichtig dabei und so die ganzen Kleinigkeiten rund um ein Business. Und das wirklich, hallo Colm, und das wirklich Spannende ist aber diese Mindset-Sache, die natürlich auch mit reinspielt. Ja, weil Mindset, und das hat sich mal wieder hier gezeigt, ist letztendlich der entscheidende Faktor für dein Business, nämlich ob du Erfolg hast oder nicht. Ja, die Strategie ist auch wichtig, ohne Frage, die Technik, alles wichtig. Aber hier oben im Kopf entscheidet sich, ob du erfolgreich bist mit deinem Business, ob du ein fünfstelliges Business aufbauen kannst oder sogar mehr letztendlich, ja. Und ob du vor allen Dingen mit dem, was du liebst, erfolgreich sein kannst. Und wenn man hier so in Dubai ist, ich zeig dir mal meinen Ausblick. Wir sind hier im Hotel gerade. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Ah, genau, hammergeil. 58. Stock, ja. Das heißt, es ist einfach nur genial. Der Ausblick, die Atmosphäre hier, ich sag mal, es sprüht hier vor Geld. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Es sind haufenweise Luxusmarken vertreten, alles, was man sich so vorstellen kann. Natürlich die ganzen Scheiß und alles, was dazugehört. Danke, Nicole. Ja, na, trotz Unfall immer noch fit, ja. Auch das ist wie immer eine Mindset- und Energiefrage, ja. Wenn ich natürlich Energie drauf gebe, dass es mir schlecht geht oder dass es mir nicht gut geht oder dass ich eben, wie gesagt, diesen Unfall hatte oder dergleichen, dann ist das natürlich auch das, was ja, was wächst und was groß wird. Und letztendlich ist es auch so mit deinem Business. Worauf fokussierst du dich in deinem Business? Fokussierst du dich darauf, was alles gerade nicht funktioniert, wo dir vielleicht Geld fehlt, um zu investieren? Fokussierst du dich darauf, was nicht funktioniert oder wo du noch nicht genug weißt, wo du vielleicht noch nicht gut genug bist? Danke, Kolm. Oder machst du es einfach so wie ich und fokussierst dich auf das, was gerade richtig gut läuft? Mal ehrlich, also ich hatte jetzt wirklich, jetzt muss ich rechnen, am Dienstag den Unfall in Prag mit der Straßenbahn, ja, so einen kleinen Zusammenstoß, wo es mich ordentlich durchgerüttelt hat. Und heute, gestern dann hier Flug nach Dubai und heute die Weiterbildung den ganzen Tag. Also wir haben wirklich von früh um 10 ging das los bis jetzt gerade eben. Und morgen früh um 5 ist hier Start und geht's weiter. Ich weiß noch gar nicht genau was, aber wird garantiert richtig geil. Und das ist doch letztendlich das, worauf es ankommt, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir die Energie darauf geben, was wir bewegen und verändern können. Und mit unserem Business, egal in welcher Branche du tätig bist, egal in welchem Bereich du zum Beispiel coachst oder andere trainierst oder ja, wofür du lebst und liebst, ja, darauf müssen wir die Energie geben, weil das ist das, was wachsen soll, das ist das, was größer werden soll. Und da ist es so ein bisschen wie mit einem Baby, ja, das hegst und pflegst du auch, das umsorgst du, dem soll es gut gehen. Also gibst du ihm Energie in Form von Liebe, ja? Und mit deinem Business ist es häufig so, dass viele die Energie abziehen, die Liebe verweigern, die Pflege verweigern, ja, weil es ist anstrengend, es ist schwierig und es macht vielleicht gerade nicht das, was es soll. Aber umgedreht wird ein Schuh draus. Umgedreht kommt Erfolg, ja? Und der Erfolg ist letztendlich schon da. Du musst ihn bloß zulassen, du musst deine Energie reingeben und du musst dein Selbstvertrauen, dein Mindset aufbauen. Wenn du jetzt sagst, das willst du auch und du willst mit mir drüber reden, was ich sonst noch alles hier in Dubai erfahren habe und was so wichtig für dein Business ist, dann sichere dir jetzt deine kostenlose Manpower Session. Wir reden dann ganz speziell für dich darüber, wie du dein Business so nach vorne bringst, dass du eben wirklich in diesen fünfstelligen Umsatzbereich kommst und da nicht irgendwo bei 30 Euro oder 50 Euro die Stunde rumkrebst, sondern dass endlich das reinkommt, was du verdienst, was du wert bist. Und ich würde mich sehr darauf freuen, mit dir darüber zu sprechen, wie du das erreichen kannst. Also, ich genieße jetzt mein Abendessen hier in Dubai und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Tschüss!